Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 26.07.2019. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort ugleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Schauen wir in den heutigen Item Shop rein. Und da haben wir. Geil! Jetzt zum zweiten Geburtstag von Fortnite hat uns jetzt Epic Games nicht nur die Herausforderungen zur Verfügung gestellt, sondern auch noch hier ein neues Outfit, die World Cup Kämpferin, weil ja heute Abend der World Cup beginnt. Dann haben wir hier den Asmodeus und da einen neuen Emote abfeiern. Wir fangen jetzt einfach mal, ja hier unten war ja noch so ein Banner, den habe ich schon mal sofort rüber geschickt. Wir fangen jetzt einfach mal hier mit dieser Lackierung an, geschuppt. Und ja, ist okay, kriegt von mir 6 von 10. Dann haben wir glitschig, das finde ich weniger schön, kriegt von mir 4 von 10. Und das Fischgesicht 4 von 10. Bin von den Dingern kein Fan. Und der Fischface hat hier ein Voting von 4,67 von 5 bei 3 Votes. Das erste Mal im Shop am 24. Mai 2019, seitdem dreimal. Das letzte Mal im Shop vor 62 Tagen am 25. Mai. Dann haben wir Fischi. Das ist hier dieser geschuppt. Der hat 4,33 von 5 bei 6 Votes. Auch dreimal im Shop gewesen. 4 Reminders, auch vor 62 Tagen das letzte Mal drin gewesen. Und glitschig, das ist der Slippery. Der hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 19 Votes. Am 24. Mai 2019 das letzte Mal drin gewesen. Viermal seitdem 8 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 24 Tagen am 2. Juli. Dann haben wir den Krabber. Eine Krabbe kriegt von mir 8 von 10. Der Krabby hat hier ein Voting von 3,84 von 5 bei 19 Votes am 2. Juli 2019. Das erste Mal drin gewesen, dreimal seitdem 21 Spiel. Meine das letzte Mal im Shop vor 9 Tagen. Der Guan Yu, der war jetzt auch schon etwas länger nicht mehr drin gewesen. Für 1500 V-Bucks das Teil. Ja. Aus wie so ein Mongolenkrieger. Auf jeden Fall ein fettes Ding hier unten da auch. Diese Drache da. Drachenkopf da rechts. Schon ein Monsterteil. Kriegt von mir 7 von 10. Und hat hier ein Voting von 3,28 von 5 bei 18 Votes am 2. Dezember 2018. Das ist mal drin gewesen. Viermal seitdem 39 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 167 Tagen am 9. Februar 2019. Ja, dann haben wir hier den Asmodeus. Mit dem Auge da drauf in der Mitte. Mit den verschiedenen Styles. So finde ich, sieht er ein bisschen besser aus. Schon irgendwo. Ja. Den aber, glaube ich, echt noch nicht auf der Map gesehen. Also ich kann mich so nicht wirklich dran erinnern. Asmodeus kriegt von mir 6 von 10. Und hat hier ein Voting von, ja, wundert mich nicht mehr, 2,89 von 5 bei 18 Votes. Am 18. Juni 2019 ist erstmal drin gewesen. Dreimal seitdem 14 Reminders. Jetzt beim Shop vor 37 Tagen. Der Asmodeus. Ja, dann haben wir hier abfeiern. Das sieht ziemlich bescheuert aus, muss ich sagen. Also zumindest bei dem Skin hier. Das passt überhaupt nicht zu dem Skin. Ja, ansonsten, klar, Fortnite 2 Jahre alt.
Muss man schon ein bisschen mitfeiern. Finde ich eigentlich ganz cool, dass sie das Ding hier reingebracht haben. Kriegt von mir 8 von 10. Ja, und der Teil hat hier ein Voting von 4,75 von 5 bei 4 Votes. Ja, 7 Reminders bis jetzt. Dann haben wir hier diese ganzen Banner-Skins, Banner-Items. Dazu habe ich ein separates Video oben rechts in der Ecke verlinkt. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Wird alles gezeigt. So, dann haben wir hier die Stiefelstange für 500 V-Bucks. Das Teil ist irgendwie, ja, schon ziemlich speziell und kriegt von mir 7 von 10. Bootstraps hat hier ein Voting von 3,87 von 5 bei 23 Votes. Am 27. Dezember 2018 ist das erstmal drin gewesen. 5 Mal seitdem 66 Reminders. Jo, dann haben wir hier die fliegenden Korallen. Das finde ich, das Teil finde ich einfach kultig irgendwie. Das ist so psycho. Da kannst du aber ganz gechillt mit auf die Map fliegen. Für 800 V-Bucks. Teil kriegt von mir 8 von 10. Es ist so schrecklich und irgendwie trotzdem so cool. Ja, haben wir hier 4,68 von 5 bei 31 Votes am 27. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 76 Reminders. Dann haben wir, oh Gott, das Fischstäbchen. Ich weiß, ihr seid mega riesen Fans von dem Teil. Ich hasse das Fischstäbchen. Es ist so schrecklich. Es ist wirklich so schrecklich. Jetzt hier als Pirat, oh Gott, mit dem Seestern da drauf als Augenklappe. Und dann hier der VR, oh mein Gott, das wird nicht besser. Fischstäbchen, oh, ich finde den schrecklich, ganz schrecklich. Aber nur, also 5 von 10 kriegt er von mir. Ich weiß, ihr hasst mich jetzt dafür, aber es, ich kann das Ding, ich finde den schrecklich. 4,27 von 5 bei 120 Votes. Damit mit einer der beliebtesten Skins, würde ich fast sagen. Am 27. Dezember 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 6 Mal 396 Reminders. Ja, das letzte Mal im Shop vor 62 Tagen. Ja, wie seht ihr das eigentlich? Also, ich meine, ich weiß ja, dass das Ding mega beliebt ist, aber ich muss ja irgendwo meinem Geschmack treu bleiben und mein Geschmack ist das Ding nicht. Ich könnte natürlich jetzt auch hingehen und könnte sagen, oh, ich gebe dem jetzt 8 von 10 oder sowas. Aber ich will wenigstens meinen persönlichen Geschmack zeigen. Dafür zeige ich eure Noten dann auch. So, hier haben wir diese neue World Cup Lackierung für 500 V-Bucks. Ja. Ist ein bisschen arg. Oh. Ja, die World Cup-Lackierung kriegt von mir 6 von 10. Hat hier ein Voting von 4,2 von 5 bei 5 Votes. Jo, und jetzt kommen wir zu dem neuen Skin. Und den finde ich halt einfach, den finde ich cool. World Cup. Ist echt nice. Ja, kleines Gameplay dazu habe ich. Und wird jetzt auch oben in der rechten Ecke wahrscheinlich schon verlinkt sein. Weiß ich noch nicht. Vielleicht verlinke ich es erst später. Ja, ich finde den richtig cool, muss ich sagen. Und der Teil kriegt von mir immerhin, ja, es ist jetzt World Cup, kriegt von mir 7 von 10. Und das für No Skin. Das kommt auch nicht so oft vor. So haben wir ein Voting von 3,5 von 5 bei 8 Votes. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet 6 Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite mit Medium gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.